Laura Pinsky singt Under the Sun, We Are One live beim ESC 2016 Vorentscheid. Und man muss sagen, ich bin eigentlich nicht so für solche Ex-Supertalent-Kandidaten in anderen Sendungen oder generell Ralf Siegel. Aber muss wirklich sagen, wirklich gutes Lied. Ich meine, es ist nicht hoch anspruchsvoll oder so, es ist relativ seicht, mainstreamig, aber es funktioniert, es ist gut, es ist hörbar und wirklich trifft einen ziemlich breiten Geschmack, würde ich mal behaupten. Nur Problem sozusagen, man merkt der Sängerin an, dass sie einfach sozusagen die Bühnenerfahrung, die Routine fehlt und so. Also der Auftritt war zwar gut, also sie hat jetzt nicht schlecht gesungen, ganz im Gegenteil. Also ich habe jetzt keinen schiefen Ton oder sowas gehört, wenn dann halt so ein paar wackelige Unsicherheiten. Aber sozusagen, es fehlt da wirklich die Bühnenpräsenz, die Power auch hinter der Stimme. Also im Studio kann man sozusagen vieles aufbessern, da funktioniert das noch, aber hier reicht einfach sozusagen ja, die Stimme einfach nicht aus, finde ich. Aber vielleicht nehmen die Zuschauer es ja nicht so genau. Ich meine, die Bühnenshow sozusagen mit diesem Kleid, das könnte schon gut funktionieren. Sieht schon mal gut aus und sie wirkt natürlich sehr unbedarft, was natürlich wieder zu den Gewinnerdamen passen würde, die für Deutschland schon mal gewonnen haben. Also ich würde mir vorstellen können, dass hier ein hohes Siegespotenzial ist, auch wenn ich jetzt sozusagen live-technisch das jetzt nicht so bombastisch finde.